Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Kingdom Hearts im Final Mix. Im letzten Part haben wir die Welt von Pooh kurz besucht und wir haben Rico getroffen, der plötzlich dann wieder verschwunden ist. Und jetzt wollen wir uns doch erstmal auf die Suche nach der Villa mit Kniff bzw. nach dem Uhrenturm, der drüber ist, machen. Und hier scheint plötzlich Licht zu brennen. Vielleicht sollten wir nochmal ins kleine Haus gucken. Aha! Sid und Leon sind also hier. Du wolltest mit Sid reden? Nein, ich wollte eigentlich mit dir reden, aber gut, dann rede ich halt mit Sid. Habt ihr schon mal was von Malefiz gehört? Sie soll in der Stadt sein. Wer ist sie? Eine Hexe, und was für eine. Solche Kurven hast du noch nie gesehen. Sie hat die Herzlosen in diese Stadt gebracht, wolltest du sicher sagen, Sid. Unterschätzt sie nicht. Sie benutzt die Herzlosen schon seit Jahren. Ihretwegen haben wir unsere Welt verloren. Eines Tages haben die Herzlosen unsere Welt erobert. Das war vor 9 Jahren. Ich konnte fliehen und bin mit diesen Leuten hierher gekommen. Das ist ja schrecklich! Unser Anführer war ein weiser Mann namens Anzim. Er hat sein Leben der Erforschung der Herzlosen gewidmet. Aus seinem Bericht können wir sicher entnehmen, wie wir sie wieder loswerden. Wo ist dieser Bericht? Das wissen wir nicht. Die Seiten wurden überall hin verstreut, als unsere Welt zerstört wurde. Ich bin sicher, Malefiz hat die meisten davon. You see, it's just as I told you. While you toiled away trying to find your dear friend, he quite simply replaced you with some new companions. Evidently, now he values them far more than he does you. You're better off without that wretched boy. Now think no more of him and come with me. I'll help you find what you're searching for. Oh, oh, oh. Rico und Malefiz, das könnte übel ausgehen. Habt ihr das Buch abgeliefert? Das Navigummi ist eingebaut, es kann losgehen. Und kommt zu mir, wenn ihr ein neues findet. Ein Warp-Gummi habe ich auch noch eingebaut. Warp-Gummi erhalten. Jetzt könnt ihr zu Welten düsen, in denen ihr schon mal wart. So, ich muss mich um meinen richtigen Job kümmern. Was mein richtiger Job ist, ihr werdet sehen. Wir treffen uns in Traverse Mitte. Ich denke gerade an die Glocke in Traverse Nord, die vorhin geläutet hat. Die über der Villa mit Kniff, um die rankt sich eine Legende. Aber die Tür ist vernagelt, da kommt niemand rein. Probier es einfach aus, Leute, dreimal, dann sehen wir, was passiert. Wir sollen also dreimal eine Glocke läuten. Ich glaube, das kriegen wir hin. Wir lassen uns doch nicht von einer vernagelten Glocke aufhalten. Wir haben schließlich den Schlüssel, der alle Türen öffnen kann. Und einen Rubinsplitter haben wir auch. Und wie man sehr schön sieht, sind Rico und Malefiz scheinbar schon wieder verschwunden. Oh, ein Luzidsplitter. Sehr nice Sache, das. So, ey. Hier geblieben! So. Gut, wenn wir hier weitergehen. Huch! Egal. Die paar Herzlosen. Mir fällt gerade auf. Es kann passieren, dass wir jetzt vorsichtig sein müssen. Spawnen hier Herzlose? Nein. Doch, gut. Hier in diesem Teil von Traverse kann es tatsächlich auch passieren, dass ähnlich wie die schwarze Ballade, die wir ja schon mal getroffen haben. Weißt du was? Sonic-Stoß und Supra-Sonic und der Todesstoß. So, jetzt haben wir die ganze Kombo gesehen. Denke ich nur aus ständigen Hin- und Herdüsen besteht und ja, immer mal wieder ein bisschen mehr Schaden macht. So, ähnlich wie bei der schwarzen Ballade kann auch hier in diesem Gebiet ein besonderer Herzloser spawnen, mit dem ich mich jetzt gar nicht unbedingt zu intensiv anlegen möchte im Moment. Deshalb bin ich gar nicht so traurig, wenn der jetzt noch nicht auftaucht. So. Das hier ist eigentlich eine tolle Sache gegen Adowampen, dieser Sonic-Stoß. Wenn nicht gerade Vita-Zipfler unterwegs sind, die
Aderwand beständig wieder heilen. Und was noch viel schlimmer ist, da ist ganz viel Geld verschwunden gerade. Das ist viel schlimmer. Wir haben nicht wirklich gut gerade getroffen, weil ich vergessen habe, sie vorher anzuvisieren. Und noch eine Ado-Wampe. Gib mir all dein Essensgeld. Los. Oh, komm. Nochmal ein Sonic-Stoß. Das sind eh mehrere. Da lohnt sich das. Und der Todesstoß. Das ist nämlich das Tolle. Der Sonic-Stoß macht denen auch Schaden, wenn wir sie von vorne angreifen, weil wir die Gegner ja damit quasi durchlöchern. So. All das Geld, es ist mein. Mein Geld. Meins. So, noch mehr Gegner. Die lassen wir jetzt einfach mal Gegner sein. Wir wollen schließlich hier weiter. Und ich weiß jetzt tatsächlich übrigens auch wieder, das nachgelesen habe, was denn nochmal der Kniff bei der Villa mit Kniff war. Nämlich, dass hier abhängig davon, wie weit wir im Spiel denn schon sind, immer wieder unterschiedliche Herzlose in wirklich großen Mengen spawnen. Das wird uns zu gegebener Zeit noch guten Nutzen tun. Im Moment allerdings wird es wahrscheinlich nur dazu führen, dass wir immens überleveln. Wenn wir das jedes Mal machen würden, wenn hier sich was tut. Und aha, aha. Euch wollen wir tatsächlich erledigen. Los. Los, habe ich gesagt. So, lasst euch gefälligst erledigen. Du wirst erledigt und du wirst erledigt und ihr alle werdet erledigt. So. Dann schnell das bisschen Zeug hier ein. Und ohoho. Immer so kleine Schilder mit Glocken drauf. Und hier haben wir eine rote Triotech. Die sollten wir vielleicht einfach mal aktivieren. So. Diesem geballten Ansturm sind die vernagelten Bretter natürlich nicht gewachsen. Und hier haben wir ein Glockenseil. Vielleicht ziehen wir da einfach mal dran. Da unten hat der Brunnen gerade Feuer gefangen. Wenn auch nur kurz. Aber das Motiv hat tatsächlich gewechselt. Sehr interessant, das Ganze. Dreimal ziehen, hat Sid gesagt. Vielleicht sollten wir das einfach mal tun. Irgendwas Magisches geht hier vor sich. Na, wenn das mal kein Schlüsselloch ist. Oh, seht es euch an, wie groß es da unten leuchtet. Das sollten wir zumachen, um auch diese Welt hier vor den Herzlosen zu sichern. Was sollte schon schiefgehen, wenn wir jetzt einfach nur schnell dieses Schlüsselloch hier zumachen wollen? Wüsste nicht, was da passieren könnte. Außer vielleicht, dass sich der Panzerrüster uns nochmal in den Weg stellt. Den würde ich sagen, erledigen wir doch einfach mal ganz flott. Das haben wir ja schließlich schon mal ganz gut geschafft. Haben wir hier wieder die Ärmchen kaputt, wie wir es ja schon kennen. Und hauen einfach auf seinen Körper drauf. Wenn ein Boss plötzlich anfängt, Faustfüße zu kriegen, weiß man, jetzt hat man ein Problem. Ja, tatsächlich haben wir hier unseren nächsten Bosskampf gegen nicht den Panzerrüstor, sondern den Rüstorpanzer. Selbstverständlich. Und der funktioniert im Endeffekt ähnlich wie der Panzerrüstor. Wir wollen überwiegend erstmal die Gliedmaßen erledigen, aber wie man hier sieht, der hält jetzt schon eine ganze Stange mehr aus. Und deshalb... Ja, könnte das hier tatsächlich jetzt ein bisschen kniffliger werden. Ich werde vielleicht einfach nochmal den Sonic-Stoß auspacken. Der sollte ganz gut Schaden machen. So. Aber den ersten
Hand, Fuß haben wir ja schon fast. Und das war ein bisschen zu viel Schaden. Ich glaube, da packe ich erstmal ein Vita aus. So, komm, geh kaputt. So, da haben wir es kaputt gekriegt. Und er zerlegt sich so ein bisschen. Wollen wir doch gleich mal den nächsten Arm, Fuß, was auch immer, kaputt machen. Da ist er. Nein, da. Das will ich kaputt machen. Da ist es. Ja, er wird hin und wieder aus unserer Blickrange sich einfach rausbewegen, was dazu führt, dass wir ihn abvisieren automatisch. Das ist tatsächlich eine Eigenart, die er sich mit sehr vielen Bossen und auch einigen normalen Gegnern in diesem Spiel teilt. Und wenn er das macht, ist der richtige Moment, um zu sagen, jetzt haben wir ein kleines Problem. Denn jetzt wird er einfach mal zur Kanone, die auch so ein bisschen zielsuchende Kugeln hat. Aber mit einer kleinen Ausweichrolle sollte das alles kein Problem sein. Die muss jetzt auch nicht wahnsinnig frameperfekt getimed werden, zum Glück. Jetzt würde ich doch tatsächlich ganz gern diesen Arm hier erledigen. Wenn ich das denn dürfte, bitte. Dankeschön. So, und als nächstes auf die Faustfüße. Wir wollen ihn selbstverständlich wieder einmal komplett erledigen. Und jetzt geht das Kanonieren weiter. Wir können ihn theoretisch jetzt angreifen, während er das macht. Donald zeigt das ja schon ganz gut. Aber ich halte es nicht für sonderlich empfehlenswert. Weil er echt, zum einen macht das nicht übel Schaden, wenn das trifft. Und zum anderen, die Wahrscheinlichkeit, dass er trifft, ist relativ hoch tatsächlich. So, jetzt komm. Auf den Fuß. Arm, was auch immer. Mach das doch nicht nochmal. Ist ja völlig okay. Sollen die beiden dabei so ein bisschen angreifen? Er fokussiert mit seinen Schüssen sowieso uns. Dann kriegen die beiden sicherlich den Arm jetzt dann auch gleich ganz gut kaputt. Und wie man ja schon hin und wieder gesehen hat, er selbst hat auch nicht mehr so wahnsinnig viele HP. Weil wir natürlich immer wieder auch ihn mittreffen, wenn wir irgendeinen seiner Gliedmaßen angreifen. So! Und da ist es nur noch der Körper. Der jetzt tatsächlich ziemlich viel in den Kanonenmodus wechselt. Ups. Ich glaube sogar tatsächlich, dass er jetzt nur noch den Angriff hier hat, nachdem wir alle Gliedmaßen erledigt haben. Das heißt, er ist tatsächlich relativ wehrlos jetzt außerhalb dieser Kanonenphase hier. Au. In dem Moment, wo ich ihn als wehrlos bezeichne, werde ich natürlich getroffen. Okay, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob er aus dieser Phase überhaupt nochmal rausgeht. Das heißt, wir halten jetzt vielleicht einfach mal drauf. Viel braucht es ja nicht mehr. So, komm. Und hier! Sehr schön. Kraft der Lüfte erhalten, die Magie Aero erlernt. Navi-Gummi erhalten. Ja, und damit wäre die nächste Welt vor den Herzlosen sicher. Auch dieses Schlüsselloch haben wir abgesperrt. Und bevor wir jetzt allen die gute Nachricht überbringen, wollen wir jetzt erstmal kurz hier rüber, denn wir wollen jetzt endlich mal wieder ins Haus der Welpen gucken. Na, da laufen sie doch schon rum. Sehr schön. Und gleich noch mehr. Ja, und jedes Mal, wenn wir so ein paar Welpen wieder gerettet haben, gibt es ein kleines Geschenk von Pongo und Perdi. Ein Vigra-Gummi und ein Feuga-Gummi.
Ah, okay, tatsächlich nur zwei. Dachte tatsächlich, wir hätten schon mehr. Und nettes kleines Detail, auch hier mal wieder, je mehr Welpen wir natürlich auch retten, umso voller wird das hier, weil überall die kleinen Welpen dann rumdümpeln. Wir können ja einfach mal eine kurze Runde hier machen, wie die hier alle rumlaufen, rumsitzen, rumliegen. Was Hunde halt so tun den ganzen Tag. Rumlaufen, rumliegen, rumsitzen. So, auch hier ein Hund, der sehr gierig auf einen Weinständer tatsächlich guckt. Okay. Und ein Gästezimmer haben wir natürlich auch noch. Und was natürlich noch viel erwähnenswerter ist, versteht riesig nicht, warum Donald und Goofy gerade nicht hier mit rein sind, aber okay. Die mögen anscheinend keine Hunde. Was bei Goofy zumindest sehr ironisch wäre. Wir haben tatsächlich auch eine neue Magie erlernt, nämlich Aero. Und Aero, wenn ich das mal eben wirke, ist so ein kleiner Schutzschild, der Schaden von uns abwendet. Eine sehr nice Sache ist das. Und wir haben natürlich jetzt wieder den netten Nebeneffekt, dadurch, dass wir die den Rüsterpanzer besiegt haben, tauchen hier jetzt erstmal wieder keine Herzlosen auf. Ich bin auch gerade am Überlegen, ob wir hier jetzt noch irgendwas zu tun haben, wodurch es sich lohnen könnte, hier einmal so komplett ohne Gegner sich umzugucken. Ich glaube aber, so viel ist das gar nicht im Moment, was wir machen können. Aber wir können auf jeden Fall mal nochmal nach Traverse Mitte und da mit dem guten Sid reden, denn da wollte sich der ja mit uns treffen und da steht er auch schon. Hey, das ging ja schnell. Jetzt wisst ihr's, ich handle mit Gummisteinen. An eurem Gummijet zu arbeiten war eine tolle Sache. Das nächste Mal gebe ich euch großzügigen Rabatt. Kometgummi erhalten. Na los, nehmt, es ist ein besonderes Geschenk. Oh, ja sowas, wer hätte das gedacht? Sid arbeitet quasi mit Luftschiffen. Das überrascht mich jetzt. Hey, habt ihr da noch Navigominis? Ich wette, das soll ich euch einbauen. Ja, bitte. Hm, scheint wieder nur ein halbes Navigummi zu sein. Ihr müsst das Gegenstück finden. Schade, dann gibt's noch keine neuen Welten für uns. Also, er hat ja schon eins eingebaut, aber keine noch mehr neuen Welten. So muss man sagen. So, wir können jetzt tatsächlich beim Einkaufen, er verkauft, wie er es ja schon angemerkt hat, Gummiteile. Hier kriegen wir sogar einiges. Oh, er hat schon die Computerstufe 2. Wisst ihr was, den kaufen wir uns jetzt auch einfach mal. Der sorgt nämlich dafür, dass wir mehr Gummisteine verbauen können. Hier sieht man es. Wir können jetzt 5 Jets bauen, die 150 Steine und ein Energielevel von 5 haben. So, ich glaube, es gibt insgesamt 3, aber den dritten können wir erst relativ spät bei ihm kaufen. Ich glaube, das hing, wenn ich mich nicht irre, mit den Dalmatinern zusammen. Wenn wir genug Dalmatiner-Welpen gerettet haben, müsste er auch entsprechend den neuen Computer haben. Und natürlich ganz wichtig auch, wir kaufen uns die Sprühdose, damit wir unsere Gummijets schön bunt anmalen können. Und jetzt bin ich gerade mal am Gucken. Sollen wir noch schnell einen Gummijet bauen? Können bei ihm übrigens auch Gummiteile von uns verkaufen. Ich möchte nur mal eben gucken, was wir so alles haben. Gar nicht mal so viel an Waffengummis. Um nicht zu sagen, hier sind eigentlich quasi gar keine. Noch ein Kometgummi von ihm gekriegt. Wo ist denn das? Ach, es kann sein, dass wir jetzt erst einmal... Wir kommen über ihn auch zum Gummimenü, wo wir eben Gummijets bauen können. Das müssen wir nicht zwingend von der Weltkarte machen. Und ich denke, wir müssen da jetzt einmal reingucken, damit die zum Beispiel das Kometgummi, das wir gekriegt haben, auch in unserem Inventar landet. So, nicht erschrecken. Ich habe mal den Vergangenheitspargo eben stillgestellt. Und hier ist jetzt der Videobearbeitungs-Zukunftspargo, der ja hier eine kurze Service-Information hat oder so. Nämlich ist dieser Part hier tatsächlich jetzt an dieser Stelle etwas abrupt zu Ende. Aus dem ganz einfachen Grund, dass wir jetzt noch relativ lange Gummijet bauen. Um genau zu sein, wäre der Part knapp eine Stunde lang geworden, hätte ich das jetzt alles drin gelassen, was danach noch so kommt. Und ja, ich möchte ja gerne immer so ein bisschen das optionale Zeug von dem Haupt-
Let's Play-Kram so ein bisschen getrennt haben. Deshalb habe ich mich jetzt doch entschieden, das hier aufzusplitten und schalte mich jetzt mal kurz dazwischen. Ja, einfach damit ihr wisst, was jetzt los ist. Der Part ist hier an dieser Stelle quasi zu Ende. Und für alle, die jetzt soweit wegschalten, nenne ich es jetzt mal, beziehungsweise dieses Video hier noch zu Ende gucken, aber das gleichkommende nicht. Ja, danke fürs Zugucken und so weiter und natürlich hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Für alle, die jetzt dieser Gummijet-Bau noch interessiert, es kommt wahrscheinlich relativ gleichzeitig oder kurz nach diesem Video hier der Rest dieses Parts, in dem wir jetzt knapp 40 Minuten noch an dem Gummijet bauen werden. Für die, die das halt interessiert, die sich das geben wollen und die mein absolut grandioses Endergebnis im Aufbau erleben wollen. Natürlich wird man das im nächsten Part so oder so zu Gesicht bekommen, aber ja, für alle, die sich diesen Bauprozess quasi mit ansehen wollen, also ja, 40 Minuten und so habt ihr dann volle Gummijet-Bau-Unterhaltung. Ja, nee, das war mir jetzt definitiv zu lang und ich möchte natürlich auch die Leute, die das irgendwann mal in Playlist angucken, nicht dann quasi dazu treiben, dass die sich bewegen müssen und den Rest dieses Parts überspringen. Ist ja nicht Sinn der Übung. Dafür schaltet man ja eine Playlist, dass alles schön automatisch läuft. Ich kenne das ja selbst. Ja, gut, ich will das jetzt gar nicht zu lange ziehen. Also, der reguläre Part ist hier zu Ende. Gleich kommt noch ein Gummijet-Bau-Part und ich denke ziemlich gleichzeitig, damit kommt natürlich auch noch der Tagebuch-Part für heute. Das heißt, heute gibt es jede Menge Guckvergnügen. Hurra! Und ja, ich sage auf jeden Fall stellvertretend für den Vergangenheits-Pagu jetzt Tschüssikowski, euer Pagu.